Aus reitenden Nomadenfürsten wird eine Dynastie, die sagenhafte 600 Jahre lang die halbe Welt beherrscht, die Osmanen. Ihr Imperium ist glanzvoll und exotisch. Ihr größter Anführer ist Süleyman, genannt der Prächtige. Eine islamische Supermacht, die durchaus tolerant ist. Deren Streitkräfte aber Angst und Schrecken verbreiten. Wie auch die Thronfolgeregelung. Der Harem des Sultans dagegen weckt Fantasien von Tausend und einer Nacht. Eine Dynastie zwischen Herrlichkeit, Intrigen, Größenwahn und Großmacht. Noch heute erinnern die Moscheen und Paläste Istanbuls an die einstige Weltmacht am Bosporus. Der Yildiz-Palast von Sultan Abdülhamid II. Ist heute ein Museum. Orhan Osmanoğlu und seine Tochter sind direkte Nachfahren des Sultans. Doch ohne Reich und ohne Paläste. Hier haben mein Vorfahr, der Sultan und der deutsche Kaiser, gegessen. Der Hauch vergangener Epochen im ehemaligen Familiendomizil. Ich könnte mir vorstellen, hier zu leben. Und du? Eher nicht. Ist mir ein bisschen zu groß. Ich finde es wunderschön. Ob ich gerne Sultan wäre? Nein, eher nicht, das möchte ich nicht. Auch halte ich es für unwahrscheinlich, dass die Dynastie wiederkommt, nach all den Jahrzehnten. Die Wiederherstellung des Sultanats steht seit 1922 nicht mehr zur Debatte. Doch die Wurzeln der Vergangenheit reichen tief. Natürlich ist es für uns sehr bedeutend, zu dieser Familie zu gehören. Es erfüllt mich mit Stolz. Sehen Sie, ich trage keine Krone. Ich bin nicht geschmückt mit Diamanten, aber das Blut, das in meinen Adern fließt, ist für mich wertvoller als alles andere. Wir leben vielleicht sogar mit einem gewissen Stolz, dass wir von einer der bedeutendsten Dynastien überhaupt abstammen. Immerhin waren die Osmanen einst gleichrangig mit europäischen Kaisern und Königen. Doch ihre Niederlage im Ersten Weltkrieg bedeutet auch das Ende der Dynastie. 1924 wird die ganze Familie ausgewiesen. Erst seit 1974 dürfen auch männliche Nachfahren wieder in die Türkei einreisen und hier leben. Als ganz normale Bürger, ohne Privilegien und Anrechte. Die Familie ist über die ganze Welt verstreut. Das Oberhaupt der Dynastie, Osman Bayezid, lebt in New York. Er wäre heute vielleicht Sultan. Als Zeichen des Familienzusammenhalts besucht er die Gräber der Vorfahren. Wir haben unsere Titel nie benutzt, weder mein Bruder noch ich. Bis ich 20 war, wusste ich noch nicht einmal, dass ich ein osmanischer Prinz bin. Ich wollte nicht zurück. Ich wollte meine hart verdienten amerikanischen Dollar doch nicht in einem Land ausgeben, das uns rausgeschmissen hat. Aber meine Mutter sagte, du musst hinfahren und das Land mit meinen Augen sehen. Das habe ich getan. Und ich liebe die Türkei. Wirklich. Begonnen hat die Geschichte des Osmanischen Reiches mit dem sagenhaften Gründervater. Osman dem Ersten. Im 13. Jahrhundert beherrschen die Osmanen ein Fürstentum unter vielen im Gebiet des heutigen Anatolien.
Stammvater Osman aber befehligt eine hervorragende Reitertruppe. Seine Streitmacht ist gefürchtet. Mit klugen Bündnissen, aber auch mit Gewalt, schafft Osman die Grundlagen für ein künftiges Weltreich. Er kämpft im Zeichen des Halbmonds. Der Legende nach erschien Osman im Traum eine Mondsichel, die sich von einem Ende der Erde zum anderen erstreckte. Er deutet dies als gutes Omen und macht den Halbmond zum Symbol seiner Dynastie. Er selbst trägt den Beinamen Ghazi, Kämpfer für Allah. Seinerzeit ist Kleinasien ein Flickenteppich aus christlichen und islamischen Glaubensgemeinschaften. Osman war ein sehr kluger Militärstratege und Anführer. Er hat sehr geschickt Christen und Muslime unter seiner Führung vereint, mit ihnen die lokalen Fürsten bekämpft und ihre Festungen eingenommen. Aber sobald er die umkämpften Gebiete erobert hatte, schmiedete er neue Allianzen über religiöse Grenzen hinweg. Andersgläubige haben nichts zu befürchten. Und doch herrscht in den eroberten Gebieten künftig der Islam. Schritt für Schritt erweitern die Osmanen ihren Machtbereich in Europa. Von Mitte des 14. Jahrhunderts an fallen immer mehr Gebiete des christlichen Balkans unter ihre Herrschaft. Aus den besetzten Gebieten stammt die künftige Führungselite des Osmanischen Reichs. Sklaven, die rekrutiert werden durch die sogenannte Knabenlese. Jedes Jahr werden tausende Jungen ihren Eltern weggenommen und nach den Regeln des Koran erzogen. Für eine Zukunft im Staatsdienst oder Militär. Ein harter Weg, doch mit Perspektive. Im Osmanischen Reich, das wir heute als islamisches Staatsgebilde betrachten, saßen in den ersten drei Jahrhunderten auf den höchsten Posten vor allem Christen, bis hin zum Großwesir, dem zweiten Mann nach dem Sultan. Der Vorteil dieses Systems: Die Sklaven, von klein auf bestens ausgebildet, sind dem Sultan treu ergeben. Ja Allah! Bismillah! Allahu Akbar! Besonders berühmt-berüchtigt ist seine Elitetruppe, die Janitscharen. Eine eingeschworene Gemeinschaft mit legendärem Kampfgeist. Eine Stadt erscheint auch für sie uneinnehmbar: Konstantinopel. Seit 1000 Jahren residieren hier die Kaiser des Byzantinischen Reichs. Für die Sultane ist die Hauptstadt der orthodoxen Christenheit mit ihrer prachtvollen Kathedrale der goldene Apfel, den es zu ergreifen gilt. Die Hagia Sophia. Hagia Sophia war Traum der Völker, wie man weiß. Alle Völker hatten das als Traum gehabt. So wer Hagia Sophia erobert und für sich nimmt, hat schon also beste Propaganda und Missionserfüllung. Auch er verfolgt das große Ziel. Sultan Mehmet II., genannt Fatih, der Eroberer. Schon als Jungprinz fühlt Mehmet sich zu höherem berufen. Seine Idole sind Julius Caesar und Alexander der Große. . 1451 wird er Sultan. Seine angeblich erste Amtshandlung nach der Thronbesteigung verrät brutalen Familiensinn. Mehmet soll die Ermordung seines Halbbruders angeordnet haben, eines Säuglings. Der Brudermord. Legende oder Wahrheit?
Es gab keine fixe Regelung nach der Art, dass der Älteste an den Thron gelangt, sondern es war ein Wettbewerb. Das ist eine Frage der Staatsräson, so ist es formuliert. Das heißt, damit geherrscht werden kann, ist es vonnöten oder ist es durchaus legitim, dann die Brüder auch zu ermorden. Mehmet legt die mörderische Form der Erbfolge sogar gesetzlich fest. Wer immer von meinen Söhnen die Herrschaft erlangt, für den ist es angemessen, um der Ordnung der Welt willen, seine Brüder zu töten. Und um der Macht willen. Wer den Bosporus beherrscht, kontrolliert den Handel zwischen Europa und Asien. Konstantinopel gilt als uneinnehmbar. Auf der Landseite schützt die Stadt ein fast 20 Meter breiter Graben. Dahinter erheben sich zwei 8 Meter hohe Kalksteinmauern. Mehr als 80 Türme ragen in regelmäßigen Abständen aus dem Wall heraus. Die Seeseite wird ebenfalls durch eine Mauer gesichert, sowie eine gewaltige Sperrkette vor dem Goldenen Horn. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich das einst so mächtige Oströmische Reich im Niedergang. Der byzantinische Kaiser Konstantin der XI. Kämpft dagegen an. Für Sultan Mehmet ein günstiger Zeitpunkt, Geschichte zu machen. Wir werden Konstantinopel einnehmen, koste es, was es wolle. Mehmet II. Fährt schwerste Geschütze auf. 70 an der Zahl. Neueste Waffentechnik. Die größte Kanone ist 8 Meter lang und schießt mit 500 Kilo Kugeln. Feuerkraft, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Das war wirklich eine hervorragende Militärtechnik. Und so war die Eroberung ein Erfolg von Kanonen und von Janitscharen. Auch wenn die gigantische Konstantinopel-Kanone nur 7 Schuss pro Tag abfeuern kann, die Verwüstungen sind verheerend. Doch die Mauer hält stand. Sie haben die Stadt also vom Bosporus abgeschnitten und belagern sie mit Kanonen. Aber für einen direkten Angriff müssen die Schiffe hinein ins Goldene Horn. Die Bucht Istanbuls ist zur See hin durch eine Sperrkette gesichert. Hier kommt niemand durch. Aber Mehmet ersinnt einen Plan. Er lässt Rutschen für die Schiffe bauen und transportiert sie so über Land zum Goldenen Horn. Am nächsten Morgen liegt die Flotte nicht mehr draußen auf dem Meer, sondern förmlich mitten in der Stadt. Es war spektakulär. Die Geschichtsschreiber bezeichneten es schon damals als taktische Meisterleistung. Immer wieder greift Sultan Mehmet mit seinen 80.000 Soldaten an. Kaiser Konstantin verteidigt mit nicht einmal 10.000. Dennoch tobt die blutige Schlacht fast 2 Monate lang. Am 29. Mai 1453 gelingt der Durchbruch. Die Stadt fällt. Mehmet II. Erklärt sich triumphierend zum Kaiser von Rom.
Mit der Eroberung Konstantinopels, des späteren Istanbuls, durch meinen Vorfahren haben die Osmanen ein Imperium geschaffen. Danach wollte Mehmet II. Rom erobern und ganz Europa erschauderte. Drei Tage lang ziehen die osmanischen Sieger mordend und plündernd durch die Stadt. Dann gebietet Mehmet dem blutigen Treiben Einhalt. Der erste Weg des Sultans führt zur größten Kirche der Christenheit. Der Hagia Sophia. Zum Entsetzen des Abendlandes baut er das Gotteshaus um. Zu einer Moschee. Für die islamische Welt ein bedeutendes Symbol. Der osmanische Herrscher sieht sich als Sieger eines heiligen Krieges. Dennoch ist er tolerant. Im Reich sollen alle Untertanen, gleich welchen Glaubens, miteinander leben können, aber unter muslimischer Herrschaft. Die Christen durften ihre Kirchen behalten und die Juden ihre Synagogen. Alle übten ihre eigene Religion aus. Niemand hinderte irgendwen. Mehmet erklärt Istanbul zur neuen Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Der Beginn einer neuen Blütezeit. Der Topkapi-Palast, neu errichtet, wird jahrhundertelang als Residenz, Hauptquartier und Regierungssitz dienen. Das wichtigste Beratergremium des Sultans ist der Divan, eine Art Regierung. Er besteht aus Visieren, Schatzmeistern, Militärrichtern und Beamten. Fast alle Männer in diesen Spitzenpositionen sind ehemalige Sklaven, als Christen geboren. Der Sultan steht an oberster Stelle im Staat, agiert aber im Hintergrund. Unter Mehmet II. Steigt das Osmanische Reich zur neuen Weltmacht auf. Bald reicht es von Italien bis nach Persien. Wächst unter den Nachfolgern weiter Richtung Süden, schließt dann auch die heiligen Städte ein. Jerusalem, Medina und Mekka. Der Sultan wird damit zum Oberhaupt aller Muslime und nennt sich Kalif des Islam. . 1520 besteigt der berühmteste aller Sultane den Thron, Süleyman. Genannt der Prächtige. Er ist mächtiger und reicher als alle anderen Monarchen seiner Zeit. Inzwischen wussten die Osmanen, wie man eine straffe Verwaltung führt, eine effiziente Militärklasse ausbildet, ein vielfältiges Imperium regiert und große Kunst und Bauwerke schafft. Das Osmanische Reich des 16. Jahrhunderts war eines der größten der Welt, mächtiger und reicher als England oder Frankreich oder irgendein anderes Imperium. Die erfolgreichste Serie im türkischen Fernsehen handelt vom Leben Süleymans. Das prächtige Jahrhundert, eine historische Seifenoper, prachtvoll, aber auch randvoll mit Intrigen am Hof des Sultans. Ich kenne die Serie und ich finde sie sehr gut gemacht, aber ist natürlich in der Aussage sehr altbacken, soll so ein bisschen die Großmachtsfantasien der Türken befriedigen und anträgern, die gerne das Osmanische Reich zurück hätten. Und dass das Osmanische Reich nicht nur prächtige Zeiten hatte, sondern eben auch sehr fragwürdige Seiten hatte, das wird da nicht besprochen. Im Mittelpunkt der Fernsehserie steht Hürrem, die Lieblingsfrau des osmanischen Herrschers, auch bekannt als Roxelane.
Roxelane hat es tatsächlich gegeben. Geboren als Tochter eines orthodoxen Priesters aus dem damaligen Polen, landet sie auf dem osmanischen Sklavenmarkt. Junge Frauen aus christlichen Ländern, begehrte Ware für die Haremsverwalter des Topkapi-Palastes. In der Vorstellung des Abendlandes ist er das Symbol osmanischer Exotik. Der Harem. Ein Ort der Ausschweifungen, Träume aus tausend und einer Nacht. Mit der Realität hat das wenig zu tun. Im Harem lebten alle Frauen zusammen, die Ehefrauen und die Geliebten. Aber es war beileibe nicht so, wie man sich das im Westen immer vorstellt. Jedenfalls geht es nicht halb so glanzvoll zu und auch nicht halb so lustvoll. Es war kein Ort der Lust. Die Frauen wurden im Harem unterrichtet, in Musik oder Sprachen, und sie zogen dort ihre Kinder groß. Übersetzt heißt Harem so viel wie verbotener oder heiliger Ort. Bewacht von Eunuchen leben hier die Frauen des Sultans mit ihren Kindern. Nur der Herrscher selbst geht ein und aus. Natürlich geht es auch um Sex. Vor allem aber gilt es, die Nachfolge zu sichern. An der Spitze der Machtpyramide steht die Mutter des Sultans. Kann ich noch was für Sie tun, meine Herren? Für die karrierebewusste Sklavin gibt es hier nur einen Weg nach oben, durch das Herz der Sultansmutter. Im osmanischen Palast gab es viele Intrigen. Und die entstanden fast immer im Harem. Er war mehr ein Ort der Politik als alles andere. Aber dann gibt es sie doch, die große Liebe. Einst war Roxelane nur eine von vielen Frauen, die dem Sultan zugeführt wurden. Komm mit. Sie muss sehr intelligent gewesen sein und wahrscheinlich sehr weiblich, sodass ein Mann wie Süleyman sich in sie verliebte. Und sie sogar heiratet. Eine Sklavin wird Kaiserin. Der Orient hat sein eigenes Aschenputtelmärchen. Wie ist dein Name? Roxelana. Zu euren Diensten. Ich weiß nicht, ob sie schön war. Es ist kein originalgetreues Bild von ihr überliefert. Aber er änderte ihretwegen den Lauf der Geschichte. Und das war nicht gut für das Imperium. Wo die Liebe hinfällt, fallen oft auch ganze Königreiche. Roxelane schenkt Süleyman drei Söhne und eine Tochter. Aber der Sultan hat schon einen Erstgeborenen aus einer anderen Beziehung. Mustafa. Ein gebildeter Junge. Er ist Roxelane ein Dorn im Auge. Süleyman hat ein Riesenreich geerbt. Das will er noch erweitern. Im Westen erobert der Sultan Belgrad und damit den Zugang zum Donauraum. Er stößt bis zu Spaniens Küsten vor. Im Osten nimmt er Bagdad ein, die Stadt der Kalifen. Süleyman herrscht über 30 Millionen Untertanen. Eine Reise quer durch das Imperium dauert ein Vierteljahr. Nun richtet er begehrliche Blicke auf Wien. Es gab einen einfachen Grund, Wien anzugreifen. Wien war der Sitz der Habsburger Kaiser und das Tor nach Europa. Also the gateway to the rest of Europe.
Im September 1529 schließen 120.000 osmanische Soldaten die Metropole ein. Zwar gelingt es ihnen, eine Bresche in die Stadtmauer zu sprengen, doch der Ansturm wird zurückgeschlagen. 40.000 Angreifer sterben. Der noch verbliebene Kampfesmut vergeht in Dauerregen und Herbststürmen. Am 15. Oktober gibt Süleyman auf. Aber es wird nicht das letzte Mal sein, dass die Türken vor Wien stehen. Süleymans Ruhm tut der Rückzug keinen Abbruch. Das Osmanische Reich erlebt eine nie dagewesene Blüte. Neben den Gebietsgewinnen findet auch eine innere Neuordnung statt. Im Reich ist der Sultan als Kanuni bekannt, der Gesetzgeber. Süleyman nahm sich die Verordnungen vor, revidierte, ließ umschreiben und das Gesetzbuch anpassen. Dafür steht sein Name. Süleymans Reich gilt als fortschrittlich und als unerbittlich. Was ist euer Begehr? Selbst die Habsburger müssen dem Sultan Tribut zahlen. Er selbst sieht sich ganz bescheiden als Weltenherrscher, als Allahs Stellvertreter auf Erden. Er steht über allen Königen, Kaisern und dem Papst, seiner Ansicht nach. Nur mit dem Harem hapert's. Roxelane hat großen Einfluss. In Großvizier Ibrahim Pascha sieht sie einen unliebsamen Konkurrenten. Der Großvezier wird bald erdrosselt aufgefunden. Jahre später plant sie den nächsten tödlichen Zug. Sie war sehr eifersüchtig auf Süleymans Erstgeborenen und hat den Sultan dazu angestiftet, ihn umzubringen, damit ihr Sohn Herrscher wird. Roxelane streut das Gerücht, Süleymans Sohn Mustafa plane einen Putsch. Mein eigener Sohn wollte mich verraten. Vater! Seine Entscheidung, den eigenen Sohn erdrosseln zu lassen, lastete schwer auf ihm. Er hat sich nie wieder davon erholt. . 1566 stirbt Süleyman während eines Feldzugs. 46 Jahre lang hatte er regiert. Aus Furcht vor einer Meuterei wird sein Tod wochenlang verheimlicht. Ein Vertuschungsmanöver, das die Vertrauten weitertreiben, bis der Verwesungsgeruch des Leichnams sie verrät. Süleymans Nachfolgern wird es schwerfallen, die Fußstapfen des Sultans auszufüllen. Dann gelingt es ausgerechnet einer Frau, Kösem Mai Pekisch. Mitte des 17. Jahrhunderts regiert eine Reihe von unfähigen und schwachen Sultanen im Palast. Dieses Machtvakuum nutzt die Frau von Ahmed I. 1623 steigt die ehemalige Sklavin Kösem zur heimlichen Herrscherin auf. Vom Sultan über alles geliebt, gebärt sie dem Regenten etliche Kinder, darunter 4 Söhne. Der Brudermord ist inzwischen, Allah sei Dank, abgeschafft. Die Osmanen legen Ende des 16. Jahrhunderts das darwinistische System ab, bei dem der stärkste Prinz oder zumindest der letzte überlebende Prinz Sultan wird. Abgeschottet von der Außenwelt wachsen die potenziellen Thronfolger vereinsamt im sogenannten Prinzenkäfig auf. Gelangen sie dann endlich an die Macht, sind sie bestenfalls seelische Wracks.
schlimmstenfalls komplett durchgeknallt. So Ibrahim. Ibrahim zum Beispiel hatte nur Luxus- und Weibergeschichten im Kopf. Der irre Ibrahim wurde er genannt. Ibrahim, der Verrückte. In türkischen Schulbüchern steht, er habe sich gerne Diamanten in den Bart geflochten. Das war seine Tagesbeschäftigung, sich den Bart mit Diamanten zu schmücken. Und er ließ sich sogar Diamanten auf die Schuhsohlen nähen. Nach dem Tod ihres Mannes regiert Kösem anstelle ihrer Söhne oder Enkel, die zu jung oder geistig verwirrt sind. Fast 30 Jahre bleibt sie eine zentrale Figur, bis zu ihrer Ermordung. 1648 besteigt ihr Enkel Mehmet IV. Den Thron, im Alter von 6 Jahren. Mehmet IV. Ist auch ein Kindsultan, der dann auch später im Erwachsenenalter kein besonders und gesteigertes Interesse an Regierungsgeschäften hatte. Nicht umsonst hatte er den Beinamen Avcı, also der Jäger. Er frönte eben seiner Leidenschaft, nämlich der Jagd. Er schießt und liest Bücher über die großen Taten seiner Ahnen. Eine Eroberung haben diese ihm noch übrig gelassen. 1683 stehen osmanische Truppen wieder vor Wien, der Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Man entscheidet sich dann, gegen Wien zu ziehen, und das tut nicht Mehmet IV., sondern sein Großvezier Kara Mustafa Pascha. Die osmanische Tradition unterstellt ihm folgende Motive: Habgier, Machtsucht und vielleicht auch wohl Größenwahnsinn. Ein Motiv kommt neu hinzu: der heilige Krieg gegen die Ungläubigen. Ein gewaltiger Ansturm. 20 Angreifer treffen auf nur einen Verteidiger. Osmanische Mineure treiben Stollen bis unter die Fundamente der Wiener Stadtmauer, um sie mit Schwarzpulver in die Luft zu sprengen. Die Wiener ahnen die Gefahr. Mit einem einfachen Trick orten sie die gegnerischen Grabungen. Die Verteidiger gehen zum Gegenangriff über. In letzter Sekunde gelingt es den Wienern, die Pulverkammer aufzuspüren. Die Belagerung von Wien ist ein Wendepunkt der europäischen Geschichte. Denn es war klar, wenn die Osmanen Wien einnehmen, dann wäre der Weg frei, um weitere Länder zu erobern, deutsche Gebiete und Polen. Niemand hätte sie aufhalten können. Die Wiener sind nach 8 Wochen am Ende ihrer Kräfte. Am 12. September 1683 kommen die Heere der christlichen Mächte den Belagerten zu Hilfe. Polen, Bayern, Sachsen, Schwaben und Franken besiegen die Türken vor Wien. Nach dem gescheiterten Angriff auf Wien beginnt das Osmanische Reich zu zerfallen. Belgrad geht verloren, Gebiete in Südosteuropa gehen verloren. Nach und nach büßen sie auch ihre Besitzungen in der arabischen Welt ein. Die Welt verändert sich. Europäische Länder sind die neuen Großmächte, technisch, wirtschaftlich, militärisch überlegen. Und die Osmanen nehmen das bis zum 18. Jahrhundert gar nicht richtig wahr. Erst dann versuchen sie aufzuholen, leiten Reformen ein. Technologisch waren sie zusammen mit den Chinesen immer ganz vorne. Jetzt sind sie im Hintertreffen. Verzweifelt versuchen die Sultane, mit der Zeit zu gehen. Die Bildung wird modernisiert. Der Turban wird als Kopfbedeckung verboten und der Fes eingeführt. Das Ziel ist eine Annäherung an Europa, eine Verwestlichung.
Doch alte und neue Widersacher verdrängen die Osmanen. Der Balkan fällt an die Habsburger, der Norden Afrikas an die Europäer und die russischen Zaren greifen nach den Gebieten um das Schwarze Meer. Das einstige Weltreich wird von seinen Gegnern verhöhnt als der kranke Mann am Bosporus. Die Regierungszeiten der Sultane werden immer kürzer. Abdulhamid II. Gilt als einer der letzten fähigen Herrscher. In der Zeit, als Europa von den Osmanen als der kranke Mann sprach, folgte mein Ururgroßvater auf den Thron. Aber die Universitäten, die Schulen, die Krankenhäuser, die Straßen, die Eisenbahnstrecken, all das schuf man in dem Reich, das man krank nannte. Um das Land voranzubringen, verbündet sich der Sultan mit dem deutschen Kaiser Wilhelm II. Ein ehrgeiziges Projekt verbindet die beiden, die Bagdadbahn. Sie soll von Istanbul bis an den Persischen Golf führen. Der Kaiser will seinen Einfluss bis in den Orient ausweiten. Der Sultan braucht für den Start in die Moderne eine zentrale Verkehrsachse. Fertig wird die Bahnlinie erst Jahrzehnte später. Abdulhamid II. Wird 1909 abgesetzt. Die Jungtürken, junge Offiziere und Lehrer, fordern Demokratie und Reformen. Sie wagen den Umsturz und setzen als neuen Sultan den gefügigen Mehmed V. ein. Auch ihm wird bei der Thronbesteigung der traditionelle Schwertgürtel der Osmanen angelegt. Doch es gibt ein Problem. Viele deuten dies als schlechtes Omen. Er ist ein schwacher Sultan, aber er ist auch keiner, der aktiv in die Geschehnisse wirklich eingreift. Es sind die Jungtürken, die ja nun ab 1909 da tatsächlich die politischen Entscheidungen fällen. Ein Komitee für Einheit und Fortschritt wird gebildet. Dessen Führer putschen sich an die Macht und entscheiden, an der Seite Deutschlands in den Ersten Weltkrieg einzutreten. Sie wollen einen Staat, der rein türkisch-muslimisch ist. Und das notfalls mit Gewalt. Als sich ein halbes Jahr später eine kleine Gruppe von Armeniern gegen die türkische Herrschaft erhebt, antwortet die Regierung der Jungtürken mit beispielloser Härte. Das Regime hielt die Armenier für illoyal. Am 24. April 1915 fangen die Osmanen an, einige hundert armenische Intellektuelle festzunehmen. Kirchenvertreter, Schriftsteller und auch wohlhabende Geschäftsleute. Und sie richten sie hin, hunderte von Anführern. Die Angehörigen der christlichen Minderheit werden in Todesmärschen in die syrische Wüste getrieben. Mehr als 1 Million Menschen sterben. Für die Ermordung all dieser Männer, Frauen, Kinder und Säuglinge durch das osmanische Regime gibt es keine Rechtfertigung. Bis heute weigert sich der türkische Staat, die wahre Dimension dieses Verbrechens anzuerkennen. Auch der deutsche Kaiser wusste damals, was geschah, unternahm aber nichts. 1917 empfängt Mehmet seinen Bündnispartner Wilhelm zu einem Staatsbesuch. Das Ende des Ersten Weltkriegs erlebt der Sultan nicht mehr. Er stirbt im Juli 1918. Ihm folgt Mehmet VI., der letzte Sultan der Osmanen. Er ist den Siegermächten völlig ausgeliefert. Das Land ist am Ende. Griechische Soldaten marschieren in Kleinasien ein. Doch ein osmanischer General organisiert erfolgreich den Widerstand. Mustafa Kemal. Es gelingt ihm, die Invasoren zu vertreiben.
1923 erkennen die Alliierten die Souveränität des neuen Staates an. Kurz darauf ruft Mustafa Kemal die Republik Türkei aus. Er selbst wird Staatspräsident und erhält den Ehrennamen Atatürk, Vater der Türken. Die Dynastie der Osmanen wird des Landes verwiesen. Den Männern wurden nur 72 Stunden gewährt. Frauen hatten eine Woche Zeit. 155 Familienmitglieder wurden verbannt. Eines muss man dabei aber beachten: Die Osmanen waren nicht so wohlhabend wie die europäischen Herrscherhäuser. Sie hatten keine Goldbarren oder anderes Vermögen in europäischen oder Schweizer Banken. Für das Familienoberhaupt ist das Schnee von gestern. Für mich existiert das Osmanische Reich nicht mehr. Die Türkei ist glücklich als Republik. Ich denke, es ist alles gut so. Das Land ist selbstständig geworden und liberal. Naja, nicht ganz, aber fast. Der heutige Präsident der Türkei, Recep Erdogan, ist allerdings bekennender Fan imperialer Größe. Er genehmigt sich selbst für 490 Millionen Euro einen Palast mit 1150 Zimmern. Der Palast ist eigentlich Ausdruck eines Größenwahns. Anders kann man es nicht sagen. Es ist ein Riesenklotz und weder repräsentativ noch schön. Und der einzige Sinn, den ich darin höchstens sehe, ist, dass Erdogan versucht, sich zu verewigen. Sein Held und Vorbild ist Sultan Süleyman der Prächtige. Und nur zu gern würde Erdogan die glanzvolle Vergangenheit seines Landes wieder aufleben lassen. Der politische Einfluss der Osmanen ist vergangen. Was ist übrig geblieben von der einstigen Größe und Pracht der Dynastie? Ich glaube kaum, dass wir heute alle Türken wären, wenn die Osmanen damals Wien erobert hätten. Im Übrigen haben die Türken ja auch Wien erobert. Und nicht nur Wien, sondern auch Köln, Hamburg, Berlin, Amsterdam, Paris, London. Überall auf der ganzen Welt sind die Nachfolger des Osmanischen Reiches und haben sich breit gemacht. Und wir sind auch zu Teilen sehr türkisch. Wir essen Döner, wir essen Auberginen, Zucchini, Knoblauch, wir trinken Kaffee, Croissants. Also ich glaube, das Ziel ist schon längst erreicht, ohne dass wir es gemerkt haben. Ist das Imperium auch zerfallen? Die Türkei, das Herz des einstigen Osmanischen Reiches, bleibt die Brücke, die Europa und den Orient verbindet.